einst in alten Zeiten. Capcom Presents Jurassic World. Nein, nicht wirklich. Gab es diejenigen, die sich versteckte Kraft nachriefen, um ihre Herzen zu öffnen, um sich mit den Monstern der Welt anzufreunden? Monster Hunter. Man nannte sie Raider. Die Bindungen mit Monstern eingehen. Monster Hunter Stories. Die Demo-Version und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engler, nach diesem ewig langen Intro zu einem neuen Let's Test mit dem Zwergenfürst. Heute Monster Hunters Story in der Demo-Version. Das Intro brauchen wir nicht nochmal. So, ich würde mal sagen, starten wir direkt mal. Alles Weitere können wir im Part reden. Das ist nur ein Let's Test, also wird kein volles Let's Play. Los geht's. Ein neues Let's Play starten. Nein, ein neues Let's Test. Ein neues Spiel. Hoffentlich geht's jetzt nicht weiter mit dem ganzen Intro. Döns, weil ich muss dann auch noch ein bisschen was selbst spielen, um einen Let's Test zu machen. Erscheint. Ungerufen ein Retter, ein Held.
Emporus, dem weißen Drachen, zerreißt dem Himmel mit lautem Krachen. Vertreibt dann für immer den Pesthauch, erhält neu das Licht und den Rest auch. Ihr hört schon, es ist eine japanische Synchronstimme im Hintergrund. Der Pesthauch soll ewig vertreiben werden. Versucht das auf Deutsch ein bisschen vorzulesen. Vom Rider, er bringe uns Frieden auf Erden. Nervt zwar ein bisschen die Synchronstimme, aber was soll es. Ich gebe mein Bestes. Geht's jetzt langsam mal los mit dem Spielen. Mit der Story. Hey, ihr zwei hier drüben. Lilia, du weißt, dass wir nicht hier sein dürfen. Ich bin sicher, es war irgendwo hier. Ich habe ein Monsterei gesehen. Ihr zwei wollt doch nicht etwa ein Monsterei sehen, nicht wahr? Wolltest doch ein Monsterei sehen. Okay. Ich glaube schon. Bist du denn ein Feigling, Chevrolet? Angst vor gruseligen Monstern im dunklen Wald? Ich habe keine Angst. Ich werde nächstes Jahr Rider und Rider sind furchtlos. Du bist höher gehüpft als ein Kescherwacher, was auch immer ein Kescherwacher ist. Du bist definitiv noch ein ängstlicher Gargwar, was auch immer ein Gargwar ist. Fischling, ich habe nur gezuckt. Immer veralbert ihr mich. Eine Blume. Huch, was ist das? Lust und arme Ente, lass uns das Ei finden. Beweise, dass du furchtlos bist. Okay, los geht's. Hurra, wir teilen uns auf und suchen danach. Also, das ist der Plan. Wenn ihr es schafft, das Ei zu finden, pfeift einfach, okay? Genau so. Dann treffen wir uns alle. Okay, also pfeifen, wenn wir ein Ei finden. Okay, Geheimpfad ist das jetzt hier. Okay, ich schaue mich mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Das Ende der Map. Wir müssen also nach vorn hier. Schleiche ich mich mal durchs hohe Gras und hoffe auf kein Pokémon zu treffen. Weil ich habe noch keinen Pokémon. Dann muss ich ihn ja erst bei Professor Eich abholen. Ach, falsches Spiel. Oh. Diamantsamen erhalten. Eine Itemstasche verstaut oder was? Ja, sorry, der Poketuber an mir. Na, Poketuber bin ich ja nicht wirklich, aber. Ich spiele sehr viel Pokémon, sag ich mal so. Lilia kann so gemein sein. Was? Eier? Hier gibt es keine Eier. Gibt es hier in der Gegend tatsächlich ein Ei? Ich hoffe ja, weil danach bin ich gerade auf der Suche. So. X öffnet das Menü. Schon mal schön. Mit B können wir es ducken. Und wieder entducken. Falls es das Wort überhaupt gibt. Das Pfeifen, das ist Linias Zeichen. Gehen wir. Ja, ich wollte ja schon. Hier, Sneak. Und, so, jetzt habe ich ein riesiges Skelett. Kleines Monster-Skelett. Ach du Schande. Und das habe ich mir einfach in die Hosentasche gesteckt. Okay, auf jeden Fall. Jo, dann gucken wir mal weiter hier. Und da hinten sehe ich doch schon Lilia. Schätze mal, das ist Lilia. Was nu? Ah, da ist sie. Wieder ein Zwischensequenzteil. Eier. Wir haben Eier gefunden. Wie schön. Klettern wir mal hoch. Was sind wir eigentlich für welche? Scheint irgendwie ein bisschen menschlich zu sein, aber ist das wirklich so menschlich? Och, was für ein hübsches Ei. Ich frage mich, was wohl daraus wird, wenn es mal ausgebrütet ist. Ich glaube, ich habe es schon mal in der Monster-Klopädie gesehen. Was war es noch gleich?
Ah, ich hab's, aber ihr wisst, wie ihr es herauskriegen könnt. Wir brüten es aus. Achso, sie hat's nicht. Ich dachte, sie gibt jetzt die Antwort. Sorry. Aber wir können das nicht. Das kann nur ein Wader mit einem Bindungsstein, oder? Na dann müssen wir jetzt einfach Wader werden. Wader werden! Wie sollen wir das denn machen? Kann sein, dass die Spanisch sprechen? Ich glaube, entweder Japanisch oder Spanisch. Das klang gerade ziemlich Spanisch, was die dort. Das kommt mir ziemlich Spanisch vor, was die da hinter uns reden. Ein Stein. Wirf einen Stein drauf auf das Ei. Genau. Genau so macht man das. Wirf einen Stein auf ein ausgebrütetes Ei. Wir führen natürlich den Bindungsritus durch. Greift euch einen Bindungsstein. Ach so, das sind diese Bindungssteine. Natürlich sind das Bindungssteine, nicht ganz normale, stinknormale Kieselsteine. Das sind einfach nur normale Kieselsteine. Was hast du denn gedacht? Hey, bleib bei der Sache. Das ist ein heiliges Ritual. Sei respektvoll. Okay, okay. Als nächstes stellen wir uns förmlich vor. Komm schon, sag dem Ei deinen Namen. Na klar, ich stell mich einem Ei vor. Tach, mein Name ist Werner. Und wer bist du? Mein Name ist natürlich Zwergi. Sorry, wähle dein Geschlecht, männlich oder weiblich. Ich kann mich nicht recht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Was bin ich denn nun? Was war ich denn auch gleich? Da muss ich noch ein bisschen überlegen. Ich weiß es nicht. Wenn ich aber so mal an dir herabgucke, dann würde ich mal so sagen, so. Ja, ist eigentlich relativ, aber. Komm, Junge. Trifft dann doch eher zu. Oder. So, wähle eine Gesichtsform und Hautfarbe aus. Oh, hier können wir einen ganzen Avatar erstellen. Ist das nice. Das erste Spiel, in dem ich wirklich relativ einen Avatar habe. Also. Das erste, was ich gespielt habe, wo ich einen Avatar habe. Okay, hier haben wir spitz, rund, normal. Oh, ich mach mal rund. Ich bin ein bisschen rundlich im Gesicht. Nicht nur im Gesicht, mein Lieber. Hautfarbe. Nicht wirklich. Nein, auch nicht wirklich. Nee. Aber ich glaube, das trifft es am ehesten. Augen. Leuchtend aufmerksam. Mandelförmig. Cool. Katzenaugen. Schelmisch. Eisblütig. Gespaltene Brauen. Rund. Schmal. Zurückhaltend. Sanft. Süß. Naiv. Weise. Kleine Brauen. Auffällig. Comic. Coole Augen, leuchtend. Ah, da sind wir wieder. Ich glaube, cool sieht am coolsten aus. Augenfarbe. Ui, rot. Orange. Grünlich. Bläulich. Blau. Dunkelblau. Violett. Pink. Irgendwas zwischen lila und rot. Braun. Hellblau. Dunkelblau. Rot. Ich nehme rot, das sieht so episch aus. Ja, in mir schlummert das Böse. Mund. Groß, klein, fälliger Mund. Hasenzähne, schmale Lippe, spielerisch, groß, klein, fälliger Mund. Ach so. Ich glaube, der große passt am besten. So, Frisur. Was haben wir hier alles? Hier, Afro. Das passt doch am besten. Ich nehme das ja natürlich kurz. Farbe, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett. Sieben Farben sind komplett. Regenbogen. Ich nehme das hier, das, ja, braun so. Passt am besten. Obwohl, rot wäre auch nice. Hab schon mal überlegt, mir rote Haare färben zu lassen, aber das wird nicht zu den Augen passen. Ah, das wäre so scheiße mit den Augen. Beides geht nicht. Und so sieht's cool aus. So, Farbe 2 können wir noch nicht. Ist wohl Vollversion-Sache. Stimme. Okay, am ehesten 3. Make-up.
Keines gekreuzte Narbe. So, da können wir hier mal drehen hier. Hui! Hier ist die gekreuzte Narbe. Die Nasennarbe. Dann haben wir rote Nase. Sommersprossen. Kriegsbemalung. Heißt eigentlich Schnurrhaare. Tränenschminke. Flügelschminke. Kleiner Stern, großer Stern. Keines Kreuzte. Und das sieht doch ganz gut aus. In einer anderen Farbe vielleicht. So hier, genau. So sieht es stylisch aus. Genau das nehmen wir. Gib einen Namen ein. Zwergi. Das wäre doch. Passt doch. Fertig. Superb, haben wir jetzt den Charakter gewählt. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Oh, heiliger Bindungsstein, verbindet euch mit dem Geist von Zwergi. Bitte nicht. Ich will meinen Geist noch behalten. Es ist ein erwacht, ergreift die Chance. Was? Nichts passiert? Oh, ich muss etwas falsch gemacht haben. Nun ja, es war ja auch kein echtes Ritual. Was? Was passiert da? Das Ei schlüpft. Bin das ich? Zack, zack. Wen haben wir da? Ein Monster. Dann jagen wir es mal. Monsterhand raus. Ho, ha, ha, was, was? Es ist ein drachenähnliches Dingens. Oh, es ist der König des Himmels. Ein Ratalus. Wir haben es wirklich ausgebrütet. Tatsächlich, wir haben es ausgebrütet. Erster Kampf, oder was? Warte, Zwergi. Was passiert? Was los? Was, wie, wann, was, was sollen wir machen? Was macht es denn da? Oh, Rata, glaub, Zwergi, dein ist sein Vater, nicht wahr, Rata? Rata? Richtig, Rata, der Ratlos. Der Ratlos. Ich lese mal ratlos. Alles klar. Okay. Schön, schön. So ein Ratlos ausgebrütet. Schön, schön. Hakum! Okay, das scheint eine Stadt oder ein Dorf zu sein. Sieht alles so ein bisschen comichaft aus, so ein bisschen cartoonmäßig. Boom. Bin ich jetzt immer noch ich? Jetzt habe ich so einen Mantel an. Dann spiele ich den hier. Okay. Oh, das kleine Baby kann noch nicht richtig fliegen. Er ist ziemlich groß für ein Baby, nicht wahr? Hey, ihr kleinen Göran, ihr habt doch das Gebot der Räder gebrochen und den Wald betreten. In dem Fall gibt es Strafen für alle. Was? Du bist endlich zu Hause, Cheryl. Ich habe mich mir so großen Sorgen um dich gemacht. Mama, es tut mir so leid. Du hast Dan auch hergebreitet. Geh und entschuldige dich bei der ältesten Omna. Wenn das erledigt ist, komm bitte schnell zum Abendbrot zurück. Ich werde auf dich warten. Was hättet ihr getan, wenn ein erwachsener Ratlos aufgetaucht wäre? Ah, allein der Gedanke daran jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ihr wart in echter Gefahr. Okay, wir werden jetzt zum ältesten Omna gehen. Folgt mir, ihr drei. Dann gehen wir mal zum ältesten Omna, wo auch immer der sich befindet. Wo, irgendwo hier. Der Pfeil auf dem unteren Bildschirm weist mir einen Weg. Scheint hier lang zu gehen. Ich spreche mit niemandem auf dem Weg. Zum ältesten. Ah, das ist der älteste Omna. Nun, die Kinder sind wohl und gesund. Kein Grund mehr, sich zu ärgern oder zu dieser Stund. Sie bekommen noch ausreichend Zeit, um zu bedenken, ihre Dreistigkeit.
Wenn du das sagst, Letzter, Strafe erlasse ich euch dieses Mal, auch wenn ihr wart eine rechte Qual. Doch brecht ihr wieder das Gebot, wird die Bestrafung nachgeholt. Jawohl. Danke, Letzter Umna. Oh, ho, ho, nun, es ist so. Das, was geschah, war ziemlich rar. Deshalb muss ich immer reimen, um nicht zu verkeimen. Hier auf meiner Stelle. Auf der Stelle. Ja, noch nie zuvor hat sich wer ohne Bindungsstein mit einem Monster gebunden. Der Bindungsstein aus bestem Herz bringt Rinder an Monsters von Herz zu Herz. Zwei, du hast Potenzial, ein mächtiger Reiter wirkst du allemal. Du hast Potenzial, das ist super. Achso, das hat die gesagt. Chamber. Ach, ich komme mit den Rollenverteilungen noch nicht so zurecht, das ist in der Demo-Version noch nicht so drin. Das ist toll, Zwergi. Hey! Achso, hey, seid ihr mal nicht so vorschnell. Jawohl. Was war das? Huch, der Alarm. Ist das ein Monster? Zwergi, wir müssen gehen. Oha. Das scheint in der Tat ein Monster gewesen zu sein. David ist Duster. Zacke, Duster. Zapfen, Duster. Die Blumen verwelken. Was geschieht? Die dunkle Fürst? Nein, ist nicht Metopia. Sieht aber fast so aus. Oh. Oh, Schreck. Renn! Was ist da los? Ein Dracula. Oder so ähnlich. Okay. Die ist nicht ganz so friedlich. Wie das kleine Drachen-Pokémon, was wir gerade hier geholt haben. Ach. Ich dachte, ein Pokémon. Ja. Könnte ein Digimon sein. Nasa! Mama! Trevor, renn! Nein. Wie das hier so schnell ausgebrochen ist. Och, der Kleine beschützt uns. Antaki. Und was sagt nicht der Kleine, hat ihn besiegt? Sieht gerade so aus, als ob der Kleine besiegt worden wäre. Genau so rum. Da zieht er sich zurück und lässt Vernichtung und Tod zurück. Er hat uns beschützt. Trauer kommt über uns. Wir haben unseren lieben Drachen verloren. Und Mama, warum? Warum ist das passiert? Er hat seine Mutter verloren. Auch später. Hat sich nicht viel verändert. Das Dorf wurde wieder aufgebaut. Das hat sich zumindest verändert. Story lesen wir uns nicht durch, das dauert mir zu lang. So, wo sind wir hier? Ein ganzes Jahr ist vergangen, im Dorf ist der Alltag fast wieder eingekehrt. Aber was ist mit Waluts Sohn los? Wie hieß er nochmal? Ach ja, Cheryl, er scheint immer noch nicht derselbe zu sein. Nun, er hat seine gesamte Familie verloren. Natürlich ist er nicht wieder der Alte. Immerhin ist er doch noch nur ein Kind.
Obwohl ich gehört habe, dass er vor kurzem ein Raider geworden ist. Okay, wir sehen jetzt aus wie ein Raider. Ich denke, dass so ein Raider aussieht. Ich habe noch nie einen Raider gesehen. Ja, sieht zumindest anders aus als das weiße Kostüm vorher. Wir haben jetzt ein anderes Kostüm. Halten wir das mal fest. So, wen haben wir hier? Okay, dann folgen wir mal auf Schritt und Tritt. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Wie kommen wir rüber? Okay, der Pfeil zeigt wohin, wo wir nicht hin können gerade. Eventuell kommen wir hier rüber. Raum der Riten. Hey, hier sind wir im Raum der Riten. Schon der älteste Omna. Ah, hier bist du, Zwergi. Du bist gekommen. Sei willkommen. Ein Jahr nach diesem Schicksalstag, nach der Überlegung, ich dir sag, die Bindung mit dem Rat, Halos, beweist, du bist ein Monstier-Boss. Du hast, was man braucht zum Raider-Sein. Du bist schlau, dein Herz ist rein. Doch gibt es noch recht viel zu tun, um dich zum Raider zu machen. Nun, du bist die Besten bei der Roni. Am besten kämpfen wohl sie. So wie ich. Und ich werde immer da sein, um dir zu helfen. Hörst du? Doch zuerst, was erledigen müssen wir? Die Bindungsritus erwarten dich hier. Es gibt noch was, das jeder schätzt, weil es dein Potenzial freisetzt. Das Raider-Symbol, unser ganz allein, der Bindungsschmied der Bindungsstation. Mit diesem Stein sind eure Herzen gebunden und mit diesem Monstier die Bindung gefunden. Monstier, ich habe mir das ausgedacht. Ein Monster, welches dein bester bestialischer Kumpel ist. Jeder Stein ist einmalig, ganz ohne Schmerz, ohne Scherz. Bewahre ihn nachher an deinem Herz. In Ordnung, nun schau mal darüber, das sind Monster, ja. Wenn du es schaffst, eins auszubrüten, wird es deinem Monstier. Jetzt halt doch deine Bindungsstein in dem Ei, wird dein Monstier sein. Dann holen wir uns mal unsere Monstier, brüten wir es mal aus. Es ist blau, das Ei. Du kannst nicht vorbei, oder was? Okay. Yoda zappelt ein bisschen rum. Ja, ich bin ja schon still. Was passiert? Es haut ab. Bei Umnas Socken hat das Ei gerade angefangen, sich zu bewegen. Scheint so. Also, das ist super. Inwiefern ist das super? Oho, welch ein lebhafter Eiertanz. Das ist ganz im Ernst ohne führende Franz. Achtung, Drache. Oder Monster. Zwergi, das ist nicht die Zeit, sich auszuruhen. Dem Ei hinterher. Jetzt müssen wir uns verfolgen, oder was? Oh Mist, das sieht nicht gut aus. Wir haben es gefangen. Und da eine Katze. Mia, wie bist du? Wie ist dein Name? Sag ihn mir, oder spüre den Thron meiner Katzen und Katzenkraft. Mia! Nun, ich schätze, es ist höflicher, wenn ich mich zuerst vorstelle. Ja, würde man sagen, ja. Ich bin eine heldenhafte und zielende Feline. Die mysteriöse Maskierte auf der Suche nach Gerechtigkeit, Name ausstehend. Hey, warum störst du das Ritual? Außerdem trägst du gar keine Maske. Das war keine Absicht. Nun, weißt du, da war ein Ei, genau dann,
als ich eigentlich nur vorbeigehen war. Oh, es hat Hunger. Ein Ei, sagst du? Und das, du warst hungrig? Hungrig? Ja, verhungern. Wir sind mitten in einer heiligen Zeremonie. Du und dein Magen sollten verduften. Husch, husch. Einmal für diese Katz. Nun, das ist der Fall. Da bist du im richtigen Ort. Allemal. Essen, wirklich? Juhu. Mia, du bist echt der Beste. Ich habe mich entschieden. Ich werde bei euch bleiben und euch eine Pfote leihen. Ich bin viel herumgekommen und habe viele nützliche Sachen gelernt. Der Beste. Da bin ich so fachkundiger Navigator bin, nennt mich Navi-Giro-Miha. Interessanter Name. Wir nehmen diesen Streuner ernsthaft auf. Das ist sowas von nicht super. Ihr wankt mitten in einer Ritus, sagst du? Also dann werdet ihr meine Hilfe brauchen. Mit dieser Feline in unserer Mitte lassen wir beginnen den Ritus dann, bitte. Kannst da mal losgehen. Der Blumenbindungsstein liegt auf heiligem Grund mit Zwergi im prächtigen Bund. Erwachet! Herzlichen Glückwunsch und Gratulation, ihr haben. Ich habe vernommen die Neuigkeit schon. Ihren Bindung treten mit einem Monster, das doch dein erster Feind eigentlich sonst wäre. Du hast doch Monster nun an deiner Seite. Drum pfleg es und widme ihm Aufmerksamkeit. Weider und Monster im gemeinsamen Bunde. Eine Tradition bereits seit erster Stunde. Und dazu. Achso, sie sagt das jetzt. Und dazu ein reimender Mann. Oh Mann, jetzt fange ich auch schon damit an. Du nicht auch noch. Ah, jedenfalls ist die Zeremonie noch nicht vorüber. Im Ernst. Ein Bindungsstein muss gereinigt werden, bevor es eine verborgene Kraft offenbaren kann. Du musst den Bindungsstein unter dem Wasserfall in Pondrigrotte versäubern. Wenn du diese Prüfung nicht bestehst, wird es dir nicht gestattet sein, die Zeremonie zu vollenden. Also, Kind, wirst du dich der Herausforderung stellen? Ja, das werden wir. Das ist richtig. Das ist die richtige Einstellung. Super. Komm sofort zum Dorftor, wenn du so weit bist. Nimm das hier, bevor du loszieht. Es ist ein Räder-Notizbuch. Nun kannst du die Sachen, die du gelernt hast, nochmal nachlesen. Sieh es dir an, indem du X drückst und dann Räder-Notizbuch im Menü wählst. Kein Bedarf. Es gibt einen Haufen Dinge, die du als Räder wissen musst. Aber hey, kein Grund, die Nerven zu verlieren. Das, was zählt, ist Liebe und Amore. Amore oder sowas ähnliches. Um der Liebe am Rohe willen. Sie bedeutet das Gleiche. Aha, was macht dir Sorgen um die kleinen Details, Meister Fluffig? Los geht's. Eine super Zukunft wartet auf dich. Schlo muss lediglich die Prüfung noch bestehen. Tun wir's. Weiter Notizbuch halten. Bist du bereit, Kumpel? Dann lass uns rausgehen. Pondrihügel, wir kommen. Wie lange geht's denn diese Demo-Version? Ach du Schande. Irgendwann muss die Demo-Version doch zu Ende sein. Ja, weil nicht, dass das nur die Demo-Version ist. So ewig kann die doch nicht gehen. Soll doch nur eine Demo zeigen. Soll doch nur ein Stückchen zeigen. Ich hab hier schon ein erstes Kapitel mindestens abgeschlossen. Was zum. Naja, egal. Schau mal, da drüben ist ein hilfloser Abtonot. Geh hin und schnapp ihn dir, Tiger. Legen wir los, Kumpel. Frag einfach, wenn du Hilfe brauchst. Ich brauche keine Hilfe, ich komme zurecht. Wäre hilfreich zu wissen, wie man die
Waffe einsetzt, die ich da auf dem Rücken habe. Das wüsste ich ganz gerne, aber egal. Okay, Krauts 3 erhalten. Damn! Zeit zu kämpfen! Es ist harmlos, grasender Abtonot. Wieder zuerst Kampf. Kampf gewählt. Wieder dann den Amptonus aus. Amptonus ausgewählt. Es gibt 3 Angriffsarten, hörst du? Kraft, Geschwindigkeit und Technik. Versuchen wir einen Kraftangriff. Kraftangriff ausgesucht. Amptonus. Konfrontation. Eine Konfrontation, super Arbeit. Eine Konfrontation greift ihr euch gegenseitig an. Wenn du die richtige Angriffsart wählst, fügst du dem Gegner mehr Schaden zu. Okay. Was passiert, wenn du es schaffst, angreifende Monster zu erkennen? Dann wird's dir das nächste Vorteil im Kampf bringen. Okay, habe ich irgendwas falsch gemacht oder was? Also die Kraft, die wir jetzt auswählen. Und jetzt? Ein mächtiger Kraftangriff. Na was? Was los? Mach ich irgendwas falsch? Kraftangriffe sind effektiv. Kraftangriff. Was muss ich tun? Neut unentschieden. Was zum? Geschwindigkeit. Okay, habe ich jetzt irgendwas anders gemacht? Mission erfüllt. Nice. Mastangriffe zu erkennen, eben den Weg zum Sieg. Quest fertig. Fußartig. Angriffe deiner Gegner zu erahnen, ist der Schlüssel zum Sieg. Sicher? Wow. Kind, warte. Hast du bemerkt, dass deine TP recht niedrig sind? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um dir ein Kraut von deinen Objekten im Kampfmenü zu schnappen. Benutze ein Kraut, um deine TP wieder herzustellen und dann auf den Hügel. Okay, scheint geklappt zu haben. Wir scheinen uns mit einem Kraut geheilt zu haben. Kennen wir aus Resident Evil. Mit Kräutern heilen. Ist nicht ganz unbekannt. So, ab auf den Hügel. Stonehenge. Oder was? Und jetzt geht's wieder bergab. Hast es geschafft, Kumpel. Nächster Halt, Pandori-Grotte. Ich habe nicht zufällig die Vollversion gekauft. Aus Versehen oder... Habe ich irgendwas übersehen? Es kann doch unmöglich mehr die Demo-Version sein. So lange Demo-Version. Ich bin hier, also musst du dir keine Sorgen machen. Los, los. Anführeranleitung. Vogelwindern. Müssen wir hier rein. Ins Dunkle. Scheinbar ja. Pandori-Grotte. Und da habe ich ein neues Kraut erhalten. Hey, schau mal, ein Pogi. Ferkel angreifen. Ist mit deinem Schwert. Mach Filet aus dem. Aha. Du hast ein verwirrtes Pogi gerettet. Sicher, dass ich es gerettet habe? Und nicht einfach aufgegessen habe? Es zu Schnitzel verarbeitet habe? Schön im Wiener Schnitzel. So, die Grotte hier. Wir müssen mal durchqueren. Hier graben wir noch die Blume aus. Eine Hanfpflanze gefunden. Nein, keine Hanfpflanze. Eine Harzpflanze. Und sah so aus. So, nein, die Pflanze sah nicht so aus, aber der Text. Ladebildschirm. Raum der Prüfungen. Na, wunderschön, das klingt doch spitze.
Was wollen wir denn hier? Ach, das Teil hier unterm Dingens waschen. Sieht so aus, als ob das die heilige Quelle ist. Halte den Stein rein. Na denn, wollen wir mal. Ich halte den Stein hinein. Er wird gewaschen. Was passiert? Fantastic! Du bist nun zu 100% ein voll zertifizierter echter Raider. Komm, Kumpel, lass uns zum Dorf zurückgehen. Lass uns ein gutes Eindruck machen, Kumpel. Am zurück ins Dorf am nächsten Tag. Ah, Zwergi, so kühn mit deinem Taten bleibst du nicht mehr lange anonym. Diese Gefahr ist weg, da wissen wir, das Dorf ist gerettet. Wir danken dir. Ich danke dir für alles nun sehr. Diesen Kampf vergessen wir nie mehr. Und so möchte ich dir nun sagen, von nun an bist du ein Raider. Darüber darfst du nicht klagen. Am wichtigsten ist das Moment. Ei, mit ihm wirst du stärker und erlebst allerlei. Doch ein Monsterleben aus natürlichem Sicht, das gibt dir und mir das Lebenslicht. Ich beschwöre euch, das zu tun. Vergesst nie Liebe und Amore zu tun. Liebe und Amore. Also einfach nur Liebe. Schon ein Buggy, ich glaube. Ich weiß jetzt, warum deine Gesichter so sehr hasst. Nun aber zu Dan geht hier so. Bei ihm liegt für dich alles gut und bereit für Dasein. Es war jeder in Mut und Tapferkeit. Darum mach uns stolz, gib dein Bestes. Die Bindung mit einem Monster ist wirklich dein Festes. Ohoho, das stimmt so. Ich sprach mit dem Händler und für den Schmiedlein. Ihre Dienste sind nun dein. Nun geh los und schau dir, was man dort alles machen kann. Hakum. Okay. Sollen wir uns hier in Hakum etwas umschauen? Ich spiele gerne Demos, aber irgendwann kann es dann auch mal vorbei sein. Was er hat noch mit uns zu reden. Gute Arbeit, Zwei. Du warst super. Hätte ja doch nicht gedacht, dass wir auf den Nargacula treffen. Aber hey, du bist doch die Prüfungen durchgekommen. Das nenne ich einen Super. Ich wusste, du packst das Kind. Jetzt aber das Nächste auf unserer Liste. Ich muss dir die Schaltungen zeigen. Und hier sind sie. Ich kann dich um uns dies kümmern. Und du kannst die Eier, die du gefunden hast, hier ausbrüten. So bekommst du noch mehr Monsters. Obwohl es nicht so einfach ist, die Eier zu bekommen. Zuerst musst du einen Monsterbau finden. Aber den ersten habe ich schon für dich gefunden. Ich bin super früh aufgewacht und habe einen möglichen Ort gefunden. Schau dir die Karte auf dem unteren Bildschirm an. Sie wird dir zeigen, wo du hingehen musst. Es ist jedoch recht weit von hier entfernt. Ach, weißt du was? Versuch auf dem Monster zu reiten. Oh, und ehe du gehst, biete dem Gebetstopf doch ein Gebet an. Man weiß nie, vielleicht geschieht dann etwas Gutes. Boah, okay, ich würde jetzt gern an dieser Stelle Schluss machen, wenn es recht ist. Und da geht's weiter. Okay. Zack. Was soll das? Wir beenden das jetzt an dieser Stelle. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Gehabt euch wohl und haut drin bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Let's Test auf meinem Kanal. Ich werde mal sehen, wie ich das hier zusammenschneide und zusammen. Katze, hier sehen wir nochmal die Sachen, wo wir hier waren. Auf jeden Fall mache ich jetzt Schluss. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und ja, ich sag mal, haut drin. Man sieht sich in einem nächsten Projekt. Ich werde das hier nicht als Vollversion spielen, das steht fest.
Als Demo habe ich es jetzt durchgespielt. Weiß nicht, ob ich es ganz durchgespielt habe, aber mal gespielt. Und dann, ja, war es das auch. Das, ich finde es ganz schön, ich finde es ganz angenehm mal für ein Part mal. Aber so jetzt für einen langen Let's Play, als langes Let's Play Projekt eher nicht so mein Fall. Also, ja. Verzeiht's mir, liebe Monster Hunter Fans, aber sowas als lege ein Monsterbau vor uns. Keine Straße, kein Problem. Okay. Achso, er kann da rüber springen. Okay, soll mir nur recht sein. Ich verabschiede mich von euch. Ja, das werde ich jetzt mal hier beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mal wieder mit dabei. Und ja, dann ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.